Ja, was machen wir jetzt? Ja, haben. Wir müssen irgendwie in den Tresorraum. Und ich glaube, dafür brauchen wir die Kniekopffolie. Aber ich habe das System jetzt nicht verstanden. Ach, gucken wir erstmal nach den Postkatzen. Katze. Katze. Oh, da haben wir die Kompost. Ich habe hier diese Geschenkgutscheine aus Tonis Laden. Geschenkgutscheine verifiziert. Ein leichtes Bleigewicht aus Lager 1. Geben Sie nun die Adresse ein. Wohin? Ja, die können Sachen fragen. Oh, was sag ich nur, was sag ich nur, was sag ich nur? Also vielleicht nach... Adresse verifiziert. Was? Versand wird initiiert. Ah ja, die läuft jetzt. Da macht die zwei Kleber. Frankierung wird gescannt. Die Frankierung ist korrekt. Ein leichtes Paket wird verschickt. Taube aus kleinem Taubenverschlag wird gestartet. Überfrankieren. Ja, und wo ist das jetzt? Ich muss also überfrankieren. Ja. Die muss schneller kleben und die muss langsamer laufen. Ach, wir haben jetzt Narkotikum, dann kann die schon mal langsamer laufen. Stimmt, sie sollte wirklich mal einen Gang zurückschalten. Komm, Kitty, Kitty. Wie entspannt sie auf einmal ist. Ja. Espresso. Das tut der auch sicher gut. Stimmt, sie könnte wirklich mal ein bisschen mehr Gas geben. Komm, Kitty, Kitty. Hey, der Kaffee lässt sie schneller arbeiten. Ich sollte Projektmanager in einer Computerspielefirma werden. Ja, könnte mit Poki zusammenarbeiten und Deponia 3 machen. Aha, und allen den leckeren Espresso da einschenken. Also, Kupos. Ich habe hier diese Geschenkgutscheine aus Tonis Laden. Geschenkgutscheine verifiziert. Ein leichtes Bleigewicht aus Lager 1. Geben Sie nun die Adresse ein. Wohin? Ja, die können Sachen fragen. Oh, was sag ich nur, was sag ich nur, was sag ich nur? Vielleicht nach... Adresse verifiziert. Was? Versand wird initiiert. Frankierung wird gescannt. Fehler, Fehler, das Paket ist doppelt überfrankiert. Paket mit Frankierungsstufe 3 ist ungeeignet für den Transport kleiner Güter. Auffüllung mit Knickerfolie startet. Knick, knicke die Knick. Oh yeah. Ein schweres Paket wird verschickt. Taube aus großem Taubenverschlag wird gestartet. Kurr. Ja.
Da ist jetzt nichts passiert. Ja. Gibt's hier noch was? Oh ja. Oh. Ja. Den brauche ich bloß. Ah, hier kommen die Tauben her. Patch. Warum Patchrank? Ach, hallo, Telefonist. Hey, huhu. Hallo. Hm? Ja? Was gibt's? Ja, ich wollte nur so fragen. Was macht die Arbeit? Bei mir ist alles ruhig. Bis auf diese sonderbaren Funkrufe von diesem Cletus oder so. Er hat euch den ganzen Morgen noch nichts zu tun. Cletus? Der Funkspruch war für mich. Ich muss dringend mit ihm sprechen. Keine Chance, Alter. Die Funkstation ist nur für Angestellte der Post. Du solltest eigentlich nicht einmal hier oben sein. Ja. Und? Ich müsste dringend mal funken. Aha. Und was hat das mit mir zu tun? Naja, du hast ein Funkgerät. Finger weg! Dieser Apparat ist nur für Postangestellte. Du kannst meinetwegen funken, bis dir der Schaum aus dem Ohr läuft. Aber nicht von diesem Gerät aus. Capito? Ja, ich wollte noch fragen. Kann ich jetzt funken? Nicht von diesem Apparat aus. Und? Von wo aus kann ich denn dann funken? Geht es um ein Ortsgespräch? Nein, extern. Viel Glück! Außer diesem Apparat gibt es nur noch das Backup-System im Tresorraum der Poststelle. Na gut, dann nehme ich halt das Backup-System. Du willst in den Tresorraum einbrechen? Ich glaube, langsam ist es wahr, was man über dich sagt. Du leidest wirklich an Selbstüberschätzung. Wieso leiden? Wer leidet denn? Na gut, alle anderen leiden unter deiner Selbstüberschätzung. So und nicht anders. Ja, wir leiden nicht unter unserer Selbstüberschätzung. Ist ja klar. Ja, und ich wollte nur fragen... Ha! Willst du mich aufziehen? Das hier ist Kuvak. Ich habe alle Ruhe der Welt. Wovon sollte ich müde werden? Vom bescheuert Aussehen. Ja, und... Kann ich denn wenigstens die Kopfhörer ausborgen? Spinnst du? Die brauche ich für meine Arbeit. Ja, ich wollte nur mal sagen... Nette Tauben. Unsere Brieftauben? Es sind schöne Tiere, nicht wahr? Wenn man Infektionskrankheiten mag. Wusstest du, dass sie sich am Erdmagnetfeld orientieren? Wirklich? Woher weißt du das? Ich habe ihnen starke Elektromagneten um den Hals gehängt. Und schwupps sind sie in die falsche Richtung geflogen. Ach. Alter. Ja, direkt auf diesen rostigen Metallberg dort zu. Du hast hier oben wirklich nicht viel zu tun, oder? Alter, was geht? Ja. Ich gehe dann mal. Mach das! Du solltest eigentlich ohnehin nicht hier sein. Sehe ich genauso. Der hat wirklich keine Hobbys, oder? Er sieht ziemlich relaxed aus. Ja, das bringt mich jetzt auf so eine Idee. Also, die Tauben orientieren sich am Erdmagnetfeld, richtig? Dann wollen wir doch mal sehen, was passiert, wenn ich hier ein wenig dran rumregle. Ich liebe es, Gott zu spielen. Alter! Juhu, ein Minispiel. Kurr! Ach so, das sind zwei jetzt und hier habe ich zwei Taube da. Hier sind drei, da ist die Dreiertaube. Die Einzeltaube ist jetzt hier, weil nur eins ist. Und. Taube da reinbekommen. Kurr. Kurr. Kurr.
Kampfmensch ist unten schon mal. Gurr. Gurr. Alles normal. Nee, doch nicht. Nein, jetzt die zweite Zauber, da habe ich glaube jetzt nicht, dass es reicht. Ja. Gurr. Ich. Menü. Gurr. 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 Das wird noch dauern. Aber ich habe echt keinen Plan. Gurr. Jetzt sind überall Zweiertauben. Logisch. Wie ich das schaffen soll. Ich muss ja eigentlich. In der Einsicht müsste ja da drei sein und hier muss ich das einfach noch da bekommen. Nicht ja wie Zauberwürfel. Gurr. 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 Das wird glaube ich langsam. Die müssen sich gegenüberstehen, aber das machen sie nicht. Gurr. Knopf. Gurr. Gurr. Haben wir wieder überall Zweiertauben. Gurr. Ach, ich lasse jetzt einfach. Ich lasse sie mal so stehen. Ja. Vielleicht bringt mir das ja was.